Die Stadt Soest liegt hinter uns. Wir radeln nun in Richtung Paradiese. Wir erreichen die kleine Ortschaft Paradiese. Wir rollen weiter in Richtung Enkelsen. Die Ortschaft Enkelsen liegt hinter uns. Weiter geht es nach Ostönnen. In Ostönnen blicken wir auf die St. Andreaskirche. Blick auf den Ostönner Bach. Wir verlassen Ostönnen und fahren in Richtung Marwicke. Wir erreichen Marwicke.
In Westönnen stehen wir vor der Pfarrkirche St. Cecilia. Eine Gedenkstätte in Westönnen. Wir radeln am Westönner Bahnhof vorbei. Westönnen liegt hinter uns. Unser nächstes Tour-Zwischenziel ist Haus Lohe. Wir rollen auf Haus Lohe zu. Wir setzen unsere Radtour in Richtung Ostuffeln fort. Im Bereich von Ostuffeln blicken wir in Richtung der Kapelle St. Josef. Wir rollen auf die Stadt Werl zu.
Blick auf die alte Wallfahrtskirche in Werl. In Werl blicken wir auf die Wallfahrtsbasilika Maria Heimsucher. Wir befinden uns bereits hier vor dem Gradierwerk im Kurpark der Stadt Werl. In Richtung Sönnern setzen wir unsere Radeltour fort. Wir rollen auf die Ortschaft Sönnern zu. So wie es aussieht, an diesem warmen Sonnentag warten die Pferde auf eine Wasserlieferung. Der Ort Sönnern liegt hinter uns, weiter geht es nun nach Pentling. In Pentling am Café Oase erreichen wir Etappenziel 2 auf der Radroute Schöne Dörfer Städte. Thank you.
Auf einer Alternativroute radeln wir nun zurück nach Soest. Die kleine Ortschaft Wambel liegt hinter uns, weiter geht es in Richtung Scheidingen. In Scheidingen stehen wir vor der Kirche St. Peter und Paul. Das Radeln habe ich mal nicht beachtet und schwupp standen wir wieder in Scheidingen vor der Kirche St. Peter und Paul. Nun befinden wir uns wieder auf unserer Radroute, weiter geht es in Richtung Niederbergstraße. In Niederbergstraße radeln wir an der kleinen Kapelle Maria Magdalena vorbei. Wir befinden uns hier im Bereich der kleinen Ortschaft Eningsen. Am Ortsrand von Eningsen blicken wir in Richtung Haarstrang.
Wir befinden uns hier an einer Pferdekoppel zwischen Eningsen und Schwefel. An der alten Mühle in Schwefel. Wir verlassen Schwefel, es geht zurück nach Soest. Am Stadtrand von Soest endet unser Film.